Ich freue mich, dass wir heute Abend wieder in der Runde dabei sind. Bei denen, die an der Geschichte von Köln interessiert sind. Und zwar geht es heute nicht um ganz Köln, sondern es geht um einen Stadtteil, um den Stadtteil Köln-Riehl. Und ich freue mich, dass ich den Hobbyforscher, so möchte er genannt werden, Heimatexperten, Hobbyforscher des Stadtteils Riehl, hier in Köln sicher sehr bekannt durch viele Zeitungsberichte über den Stadtteil, über seine Aktionen, die er macht. Und bekannt auch auf der Webseite joachimbrockmeier.de, eine ganze Menge von ihm nachzulesen, was er veröffentlicht. Einschließlich eines sehr interessanten Newsletters, möchte ich jetzt schon mal darauf hinweisen, wer da interessiert ist, möge sein Newsletter abonnieren. Er hat mehrere Bücher zu dem Stadtteil schon verfasst. Und für uns Genealogen ist es besonders interessant, weil er seine Forschungen aufbaut aufgrund einer sehr umfangreichen Ansichtskartensammlung. Es ist also für uns Genealogen in dem Sinne mal ein guter Aspekt zu sehen, was kann man eigentlich alles aus alten Ansichtskarten rausholen. Und dazu freue ich mich und möchte jetzt das Wort an Bruckmeier übergeben. Bitte schön. Herr Reinhard, recht herzlichen Dank für die Einführung. Und ich möchte eigentlich hoffen, dass ich heute Abend nicht sehr ermüde mit einem ganz, ganz kleinen Bereich, eben von Köln-Riehl. Wir sehen vor uns im Moment eine Ansichtskarte, die 110 Jahre alt ist. Und das kann natürlich so ein Aufhänger sein, um sich mit einer Geschichte zu befassen. Hier links oben sehen wir das Kaiserliche Postamt, heute ein Gesundheitszentrum. Da rechts sehen wir das Haus Riehler Tal, sehr schön mit Stuck verziert, heute bis zum Dach hin verkachelt. Hier unten sieht man mitten in der Straße ein altes Haus, das war eine Burg gewesen. Heute ist da nur noch ein Parkplatz. Und hier sehen wir auf der einen Seite eine alte Fassade, die Hietorfstraße. Und das kann eben ein Aufhänger sein, um sich mit einer Postkarte mal näher mit der Geschichte zu befassen. Und so würde ich auch gerne heute dann anfangen mit einem Beitrag zu Köln-Riehl. Riehl hat etwa 0,6% des Kölner Stadtgebietes und circa 1% der Einwohner von Köln. Das heißt also, wenn wir heute nach Riehl gucken, ist eindeutig Bescheidenheit angesagt. Wenn ich aber ein paar Schlagworte sage, wird jedem Riehl sofort präsent, der sich ein bisschen in Köln auskennt, durch Zoo, Flora, die Seilbahn, die Rieler Heimstätten, das Kinderkrankenhaus an der Amsterdamer Straße. Aber gehen wir zunächst vielleicht erstmal auf die Geschichte dieses Stadtteils ein. Dazu mal ein Bild, wie heute die Ortsgrenze von Riehl ist. Das Problem ist die Lage am Rhein mit dem Zentrum an der heutigen Frohngasse. Und zwar wäre das hier in dem Bereich der Zoobrücke. Hier war eigentlich ursprünglich das Zentrum von Riehl gewesen. Aber im Mittelalter konnte sich dieser Ort eigentlich nie recht entwickeln, da häufige Hochwasser diese Wohnansiedlung immer wieder zerstörte. Und Riehl war dadurch nie ein richtig geschlossener Ort. Aber im Mittelalter hat es eine riesige Ausdehnung gehabt, und zwar von der Kölner Stadtmauer über die Niederstraße bis zur Nesselroder Straße. Vielleicht kennt jemand das Altenberger Kreuz. Da ging dann die Richtung ab in Richtung zum Rhein hin. Und dann über den Rhein wieder zurück. Aber diese große Ausdehnung wurde im Laufe der Jahre einfach verändert. Und zwar durch die Stadterweiterung von 1883 wurde also die Ortsgrenze bis zur heutigen Elsa-Brandström-Straße verlagert, also heute etwa der Skulpturenpark ist. Und 1954 wurde sogar noch weiter verringert im Süden der Bereich bis zur heutigen Frohngasse. Auch im Norden gab es Veränderungen. Früher ging also Riehl etwa bis zur Höhe, wo die Amsterdamer Straße auf die Bolzplatzstraße stieß. Und heute endet Riehl dann in dem Bereich, wo hier die Gürtelbahn fährt, die Linie 13, Ecke Amsterdamer Straße. Insofern sind also hier deutliche Veränderungen zustande gekommen.
Und wenn wir uns also heute das Stadtgebiet von Riehl angucken, dann haben wir hier auf der einen Seite den Rhein, dann hier etwa entlang der Abfahrt von der Zoobrücke bis hin zur Amsterdamer Straße und dann hier über den Nieler Gürtel wieder zurück. Und man sieht hier so eine Zackenlinie an der Amsterdamer Straße. Das hängt damit zusammen, wenn die Häuser von der Amsterdamer Straße her betretbar waren, dann gehört es zu Riehl. Und wenn es eben von der anderen Seite betretbar war, zum Beispiel hier von der Xantener Straße, dann gehört es dann schon zu Nippes mit dazu. Vielleicht noch mal ein kurzer Blick in die Geschichte von Riehl. Und zwar zunächst erstmal in die Zeit vor 1874. Der Name Riehl leitet sich wohl von dem fränkischen Begriff Rigol, sprich Flusslauf, ab. 972 wurde erstmalig Riehl erwähnt als Teil der Abtei Mönchengladbach. Und 1437 übernahm dann die Abtei Altenberg die Herrschaft über Riehl. Und das galt bis zu der Besetzung durch die Franzosen. Und dann wurde eben Riehl der Mairie Longerich zugeordnet. Ein paar alte Begriffe erinnern noch an das alte Riehl, wie zum Beispiel das Haus am Fischweiher, das liegt also heute eigentlich mitten in dem Flora-Gebiet. Oder zu erwähnen ist auch der Frohnhof. Das war auch der, der namensgebend war für die Frohngasse. Die Frohngasse direkt hier an der Zoobrücke. Es gab dann noch eine Burg von Riehl. Da wurde von 1357 bis 1474 die Münzen für die Erzbischöfe von Köln geschlagen. Diese Burg wurde dann im Zusammenhang mit dem Burgundischen Krieg, als Karl der Kühne vor Neuss lag und Köln bedrohte, niedergelegt. Über die Größe der Burg wird eigentlich sehr kräftig gestritten. In einem Zeitungsbericht von 1900 wird vermutet, dass die ähnlich groß gewesen wäre wie der Bayernturm. Andere Quellen sagen aber, da war nur eine kleine Zwingburg gewesen für missliebige Kölner. Tatsächlich erinnert heute noch die Straße an der Münze, die quasi an der Bastei abgeht, an den alten Standort. Um 1610 gab es aber bereits etwa an der Worringer Straße ein Siechen- und Leprahaus. Wenn Kölner erkrankt waren, konnten sie in den engen Stadtgebiet nicht versorgt werden und die Gefahr war auch zu groß der Infektion. Also wurden dann eben auch insbesondere die Leprösen verlegt in den Umland herein. Und so entstand also dann eben auch dieses Leprahaus in Riehl. Ich sagte vorhin, die französische Besetzung war eine wesentliche Zäsur gewesen. 1803 wurde dann der Ort nach der Auflösung der Klöster der Bürgermeisterei Longerich zugeordnet. Und hier blieb auch Riehl nach der Übernahme der Macht durch die Preußen im Jahre 1814. 1886 hat dann man Nippes und Riehl versucht, eine kleine Gemeinde, eigenständige Gemeinde zu bilden. Das hat aber nicht lange gut gegangen, denn bereits 1888 wurden auch diese beiden Stadtteile, wie auch andere Stadtteile wie Ehrenfeld, nach Köln eingemeindet. Und die kommunale Gebietsreform von 1975 ordnete dann Riehl auch dem Stadtbezirk Nippes zu. Riehl war eigentlich dann in der Anfangszeit um 1850 herum ein Bereich, der industrialisiert wurde. In Köln gab es kaum Platz für Industriebetriebe und so hat man eben versucht, industrielle Betriebe fußläufig erreichbar im näheren Umfeld von Köln anzulegen, wie zum Beispiel in Ehrenfeld, aber eben auch halt hier in Riehl. Und hier boten sich natürlich die riesigen Freiflächen an, die von der Stadtmauer im Endeffekt bis zur heutigen Mülheimer Brücke hin nutzbar gewesen waren. Und so waren zum Beispiel drei Holzverarbeitungsbetriebe an der Mülheimer Straße. Mülheimer Straße ist die heutige Rieler Straße. Dort war auch die chemische Fabrik Weiler-Thermeer angesiedelt, etwa dort, wo bis vor kurzem noch die Starttankstelle war. Und die reichte bis zum Rhein dann im Endeffekt hin, also ein recht großes Gelände. Und gegenüber auf der anderen Seite, wo heute das Urwaldhaus ist und der Elefantenpark ist, war die Pechfabrik Hilgers gewesen.
Hier wurde dann später der Kölner Sportplatz eingerichtet mit der Rennbahnstrecke. Da komme ich aber gleich noch drauf zu sprechen. An der Mülheimer Heide, das ist die heutige Boltensteinstraße, befand sich dann auf dem Gelände der heutigen Naumannsiedlung die Feldziegelei Del Fosse. Und durch den Aushub von Ton zur Herstellung von Ziegelsteinen liegt auch heute noch die Innenhöfe von dieser Siedlung sehr viel tiefer als das allgemeine Straßenniveau. Zu erwähnen ist natürlich auch die Schiffpropellerfabrik Ostermann und Flüß, die dann später nach Ehrenfeld verzog, die also in der Boltensteinstraße dort ist, war, wo heute das Immanuel-Küpper-Stift ist. Direkt am Rhein, woher heute etwa das Colonia-Hochhaus ist, war die Firma Auer Sägewerke. Die hatte auch einen eigenen Floßhafen. Man sieht also hier auch die Flöße, wie sie hier angelandet wurden und dann über ein Gatter reingezogen wurden zum Sägen. Dieser Floßhafen ist aber dann niedergelegt worden im Zusammenhang mit dem Bau der Mülheimer Brücke und der Gestaltung des Vorflutgeländes bis zum Damm in Höhe des Niederländerufers. In den Motorenwerken Delfos wurden die ersten Flugzeuge und Motoren hergestellt, die dann auf der Mülheimer Heide ausprobiert wurden. Mülheimer Heide muss ich kurz erklären. Das ist eigentlich das Gelände zwischen der Boltensteinstraße und dem Rheinufer, wo also heute auch die Rieler Heimstätten sich befindet, aber auch der Nieler Hafen. Damals gehörten aber auch noch zu Riel die Draht- und Kabelwerke an der Amsterdamer Straße. Die lagen dort, wo heute der Kölner Stadtanzeiger seinen Verwaltungsbereich und auch Druckbereich hat. Dieses Werk wurde dann 1977 stillgelegt, aber es gehört auch seit den 50er Jahren nicht mehr zu Riel. Ich sagte vorhin, die umliegenden Orte haben sich sehr gut flächenmäßig immer an Riel bedient. Schauen wir uns auch noch mal ein anderer Bereich, und zwar die Goldene Ecke. Ich mache dazu mal einen kleinen Plan auf. Der Herr Algermissen hat also um 1890 herum einen Plan gemacht, gezeichnet, von der Goldenen Ecke von Köln. Goldene Ecke heißt, hier gab es sehr viele Vergnügungsbereiche und hier wurde sehr viel Geld umgesetzt. Alleine am Wochenende wurde hier mit 60.000 Besuchern gerechnet. Und die wollten natürlich nicht nur den Zoo und Flora besuchen, sondern auch die Gastronomie besuchen. Und so haben wir hier auf der einen Seite, wo heute auch noch die Flora ist, dieses Flora-Gelände. Wir haben hier die Zoo in der kleineren Form noch. Und hier hinten angesiedelt den Sportplatz mit der legendären Radrennbahn. Und wir haben dann hier auf der anderen Seite noch direkt am Rhein, wo heute die Zoobrücke herläuft, haben wir dann zum Beispiel hier die Campanella, den Kurfürstengarten, Wattlers Fischerhaus oder Gerstenbruch. Das waren also Bereiche, wo dann eben die Gäste, die am Wochenende dahin kamen, sich auch gerne anschließend erholen wollten oder etwas essen, was trinken wollten. Und so wurde eben dann 1860 auf Anregung von Dr. Garte der Zoologische Garten Köln eröffnet. Die Anlage wurde mehrfach bis zur heutigen Größe erweitert. Im Krieg erlitt der Garten große Schäden. So wurde eben auch dieser markante Eingang, den wir hier auf dem Bild sehen, teils zerstört, aber wegen der Erweiterung der Rieler Straße nicht wieder aufgebaut. Aber es gibt auch einige alte Bauten in dem Zoogelände. Wenn man durchgeht, erinnert man sich. Einmal das alte Elefantenhaus, die Rinderhäuser oder auch das Vogelhaus, was sehr schön jetzt umgebaut worden ist, als Südamerika-Haus. Aber hier hat der Zoo die große Schwierigkeit, dass er einen Weg finden muss zwischen Denkmalschutz und auf der anderen Seite auch einer artgerechten Tierhaltung. Denn die Plätze in den alten Gebäuden waren nie sehr groß gewesen. Die letzte Erweiterung des Zoos erfolgte dann 1971 durch den Bau des Aquariums. Ich sagte vorhin, zur Goldenen Ecke gehörte auch gleichzeitig noch die Flora. Durch den Bau des Kölner Hauptbahnhofs musste der Botanische Garten im Stadtgebiet von Köln weichen. Hier bot sich natürlich ebenfalls ein Platz in Riel, und zwar direkt neben dem Zoo an. Und bereits 1864 konnte der Wintergarten mit einem Glasdach
von 9 Metern Höhe und 57 Metern Länge errichtet werden. Und in dieser Anlage der Flora, die damals nicht so groß war wie heute, waren dann auch andere Veranstaltungen angesiedelt, wie zum Beispiel 1906, 1907 die Kunstausstellungen oder auch manchmal Gartenbauausstellungen. Einer von den alten Gebäuden existiert noch, das ist der Frauenrosenhof. Der wurde im Krieg zum Teil zerstört und dann sehr einfach wieder durch Herrn Ripan nach dem Krieg aufgebaut. Und heute ist dort die Grüne Schule. 1914 wurde dann im Norden der Botanische Garten als Lehrgarten der Universität angelegt. Beide Bereiche wurden, Sie erinnern sich vielleicht daran, in dem Botanischen Garten ist also auch das Alpinum zum Beispiel drin. Und diese beiden Bereiche wurden dann 1920 zusammengelegt und dann wurde endgültig auf das Eintrittsgeld verzichtet, sodass auch die breite Bevölkerung die Möglichkeit eines Zugangs hatte. Auch hier wurden im Zweiten Weltkrieg erhebliche Schäden verursacht. Und vor allen Dingen das Festhaus war weitgehend zerstört. Es wurde aber nach dem Krieg zunächst erstmal wieder provisorisch in Betrieb genommen, bis es dann 2014 denkmalgerecht wiederhergestellt werden konnte. Das weitere Highlight in dieser goldenen Ecke war dann natürlich auch der Sportplatz. Auch in Köln, Stadtgebiet, gab es natürlich keine Möglichkeit für sportliche Aktivitäten, aber der Wunsch der Bevölkerung war in der Richtung schon sehr groß gewesen. Und hier fand man dann, wir haben es vorhin rechts gesehen von der Zoo, eben den Sportplatz mit dieser Radrennbahn, eben an der heutigen Wiener Straße. Und zwar in dem Bereich, wo heute das Urwaldhaus ist, der Elefantenpark ist und der Kinderspielplatz im Zoo ist. Hier konnte man natürlich eben nicht nur die Radrennen machen, sondern es war auch möglich, eben Ballspiele, Kegeln oder Schießsport durchzuführen. Diese Radrennbahn war als Austragungsort für nationale, aber auch internationale Rennen von Bedeutung und erlangte dadurch auch Weltruhm. Und hier wurden sehr viele Steher, aber auch Fliegerrennen gefahren. Wobei man dann sehen muss, dass in den 20er Jahren dann ja auch die Anlage in Müngersdorf gebaut wurde und dadurch verlor eben Riehl auch etwas an Bedeutung. In dem Zweiten Weltkrieg, es waren relativ wenige Zerstörungen gewesen, konnte die Anlage anschließend eben nicht mehr mithalten wegen Müngersdorf. Man versuchte noch so einige Radrennen durchzuführen, aber auch Autorennen oder Motorradrennen. Auch die Müllers Arp hat da noch geboxt. 1955 wurde dann diese Anlage endgültig abgebrochen und das Gelände dem Zoo zugeordnet, damit man eben hier eine entsprechende Erweiterung vornehmen konnte. Und alte Riehler erinnern sich noch dann an den wunderschönen riesigen Weiher, der also in dem Bereich entstanden war. Weiterhin öffnete die in der Goldenen Ecke 1888 das Flora-Theater an der Frohngasse, das aber bereits 1913 in einen Tattersall, also Verkauf und Verleih von Pferden, umgewandelt wurde. Castans Panoptikum lockte in der Frohngasse die Besucher mit den Kuriositäten an, bis es dann 1897 in die Hohe Straße verzogen ist. Und ich sprach vorhin mal kurz an, die vielen Ausflugslokale in der Goldenen Ecke. Man muss also wissen, zum Beispiel in dieser Goldenen Ecke insgesamt waren über 30 Lokale gewesen. Die möchte ich nicht alle aufführen, aber ich möchte einige hier erwähnen. In dem Bereich einmal den Kurfürstengarten. Ich nehme mal hier ein Bild auch vom Wattlers Fischerhaus. Dieses Wattlers Fischerhaus existiert eigentlich in den Nachfolgebauten noch heute. Direkt neben der Zoobrücke befindet sich am Rheinufer die Gaststätte Richters. Und der Herr Fischer, Wattlers Fischerhaus, wurde dann also 1945, 50 herum abgebrochen. Und Herr Wattler hat also dort eine sehr schlichte Steinbaracke errichtet als neue Gaststätte. Und diese Steinbaracke wird heute noch durch Richters Restaurant mitbedient. Weiterhin war dort ein Fischrestaurant, Gerstenbruch, was noch älter war. Und es gab auf der anderen Straßenseite, etwa wo heute
unter der, an der Zoobrücke Ecke Frohngasse ist, das Etablissement Haumann, das auch einen Theatersaal hatte. Und da der Besitzer sehr kaisertreu war, war auch eine Büste von Kaiser Wilhelm dort vor dem Haus aufgestellt. Und gegenüber auf der anderen Seite, wo heute der Skulpturenpark ist, war dann die Campanella gewesen. Das war die Gaststätte des Herrn Vorberg. In Riehl selbst gab es natürlich dann auch direkt in diesem Bereich Gaststätten, wie zum Beispiel die Gaststätte Maus. Heute an dieser Ecke am Botanischen Garten Stammheimer Straße ist noch ein Schild von der Zoogarage zu lesen. Hier war direkt nach dem Krieg eine Garage errichtet worden. Oder auf der anderen Seite befand sich die schöne Aussicht, später als Café Zillig und bis vor wenigen Jahren nur als Zoo-Eck benannt. Heute ist hier ein Wohnhaus, man hat die Gaststätte aufgegeben. Diese Gaststätte war berühmt, berüchtigt wegen der Doppelkonzerte. Das heißt, man konnte, wenn man auf der Terrasse saß, gleichzeitig die Kapelle hören von dem Flora und die Kapelle hören von dem Zoo, was sicherlich nicht immer ein volles Vergnügen war. Und der vierte Punkt in diesem Bereich, der Goldenen Ecke, der etwas später erst errichtet wurde, war eben der Lunapark, beziehungsweise im Anfang hieß er amerikanischer Vergnügungspark. Und zwar an der Nordseite der Rieler Straße zwischen der heutigen Frohngasse und dem Lieler Wall. Ab 1909 wurde dort in dem Hinterhof einer Gaststätte eine Gebirgsbahn aufgebaut. Und zwar hat die ein Amerikaner entwickelt. Und das war auch der Namensgeber gewesen für diese Gaste oder für diesen Platz, sodass man immer vom amerikanischen Vergnügungspark sprach. Natürlich bestand er nicht nur aus dieser Gebirgsbahn. Dort waren viele andere Attraktionen zu sehen, wie die Wasserrutsche oder beispielsweise auch ein Hippodrom oder was eben so in der typischen Kirmes üblich war. Natürlich konnte man auch in diesem Bereich ein bisschen für das leibliche Wohl sorgen. Es gab also auch eine Gaststätte von dem Herrn Bachtel, wo man also eben dann auch Essen oder Getränke zu sich nehmen konnte. Natürlich war es auch möglich, in diesem Park zu tanzen. Die musikalische Untermalung erfolgte durch Kapellen. Nur ganz ausdrücklich waren Schiebetänze, also Tango, verboten. Das war zu unsittlich für die damalige Zeit gewesen. Shows wie Damenboxen, Völkerschauen und Ballett rundeten das manchmal zweifelhafte Vergnügen für diesen Besucher ab. Der Besuch war natürlich nicht ganz billig. Man musste jeweils extra bezahlen für jede Attraktion. Und während des Ersten Weltkriegs wurde dann sofort im August 1814 die Anlage geschlossen. Und hier wurden auch gleichzeitig Soldaten mit stationiert, die dann von hier aus weitergeleitet wurden an die Front. 1920 versuchte man dann wieder einen Neuanfang. Und trotz der Besuche durch die englischen Besatzungssoldaten liefen die Geschäfte eigentlich nur schleppend, da sich viele Kölner einfach den Besuch nicht leisten konnten. Ende der 20er Jahre war dann mit diesem Vergnügungspark endgültig Schluss. Einerseits hatte die Feuerwehr erhebliche Bedenken, denn durch den Festungsrayon waren diese Häuser alle aus Holz errichtet. Und auf der anderen Seite wollte der Rat der Stadt Köln auch unbedingt den Grüngürtel weiter durchziehen bis zum Rhein hin. Einzig allein ist damit verblieben, was das Fischerhaus, also sprich heute Gasthaus Rechters. Ganz besonders bekannt war Riehl in dieser Anfangszeit um 1900 herum oder etwas früher durch das Militär. 1841 bis 1847 wurde bereits auf dem heutigen Gelände des Skulpturenparks das Fort 11 errichtet, und zwar Prinz Heinrich von Preußen. Das war ähnlich groß wie das Fort 10, heute an der Lennstraße. Die Anlage konnte aber bereits 1911 geschleift werden. Angeblich sollen im Untergeschoss, im Unterirdisch noch einige Verliese vorhanden sein, denn wir als Kinder haben immer noch erfahren, dass dort im Krieg eben auch ein Lazarett gewesen wäre. Aber wie gesagt, von der Befestigungsanlage sieht man heute nichts mehr,
bis auf eine Kleinigkeit, und zwar die Caponniere am Rhein in Höhe der Elsa-Brandström-Straße. Wenn man unten über das Ufer geht, sieht man in Höhe dieser Elsa-Brandström-Straße einen etwas unauffälligen kleinen Bau aus Ziegelsteinen und obendrauf eine Aussichtsplattform. Diese Aussichtsplattform ist erst geschaffen worden um 1960 herum, indem man die obere Etage abgebaut hatte. Und die Caponniere hatte die Aufgabe gehabt, dass die Soldaten sehen konnten von da aus, ob sich vielleicht der böse Feind über den Rhein hin Köln näherte, um dann eben entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Ein weiterer wichtiger Bereich war die Mülheimer Heide im Militärbereich. Die französischen Soldaten haben bereits 1795 das Gelände der Mülheimer Heide, also nochmal zur Erinnerung, das Stück zwischen der Boltensteinstraße und dem Rhein, wo sich heute viele Heimstätten befinden, als Übungsfeld genutzt und auch hier eine Schanze angelegt, um sicher zu sein, dass von der Mülheimer Seite her keine Feinde übergreifen konnten. Als dann die Franzosen abgezogen wurden, haben dann 1818 die Preußen dieses Gelände übernommen als Exerzierplatz und haben es gleichzeitig auch mit Schießständen versehen. Die Soldaten, die in den Kasernen in der Innenstadt waren, hatten ja ein bisschen Schwierigkeiten gehabt, am Neumarkt, Schießübungen zu machen, sodass die also dann eben zu Schießübungen in dieses Feld gezogen sind und hätten jeden Abend wieder zurückmarschieren müssen in ihre Kaserne. Dadurch hatte man zunächst erstmal 1890 5 Baracken errichtet zur Übernachtung für die Soldaten bei solchen mehrtägigen Übungen. 1893 hat dann das Militär beschlossen, eine Kaserne zu errichten in diesem Bereich, und zwar für die Bergische Feldartillerie Nummer 59. Das waren die Gebäude an der Barbarastraße. Und sehr schnell stellte man fest, dass das überhaupt nicht ausreichte und hat dann eben eine Erweiterung vorgesehen. Nur leider war nicht genug Geld vorhanden. Also musste man einen Investor bitten, diese Erweiterungsbauten zu errichten. Und das führte dazu, dass heute noch diese Erweiterungsbauten zum Teil zu sehen sind. Wir kommen daher noch zu sprechen mit einem Gewerbehof. Die anderen Gebäude sind dann in der Boltensteinstraße als Kaserne. 1906 hat dann die Militärverwaltung den Exerzierplatz aufgegeben, um an der Mülheimer Heide eine Kasernenstadt mit 80 Gebäuden für verschiedene Truppenteile zu errichten. Das Problem war, das Gelände musste erst zunächst durch Aufschüttung hochwassersicher gemacht werden und dann konnten erst die Gebäude errichtet werden. 1908 zog dann das erste Pionierbataillon Nummer 24 dort ein, und zwar in den Kasernenteilen, die man heute noch recht gut von der Straße an der Schanz sieht, wenn man mit der Straßenbahn daherfährt, in Richtung Innenstadt. Das waren die Gebäude direkt an der Schanz. 1909 zog dann das Pionierbataillon 7 ein. Die lagen bis dahin in Deutz in den Kasematten. Achso, ich habe vergessen, dieses Bild noch zu zeigen von der Kaserne Boltensteinstraße, denn darauf kommen wir jetzt noch zu sprechen, dass eben der dritte Teil der Kaserne, das Infanterieregiment 65, von 1910 bis 1912 hierher verlegt wurden. Die waren zum Teil in Mülheim in der Kaserne, teilweise auch in Innenstadt der Kaserne. Und diese drei Einheiten waren zunächst erstmal Ende der Planung. Aber um 1914 stellte sich natürlich heraus, dass das völlig unzureichend war, sodass also östlich der Slabistraße, heute Hertha-Kraus-Straße, weitere Kasernenteile errichtet wurden. Und damit hatte Riehl um 1914 insgesamt 3.500 Soldaten. Das war der größte Teil der Bevölkerung, die insgesamt 5.000 Menschen in Riehl nur zählte. In beiden Kasernen wurden dann ab 1919 die englischen Besatzungssoldaten untergebracht. Das reichte natürlich überhaupt nicht aus für die Unterbringung. Es wurden also zusätzliche Barackenbauten errichtet. Man muss wissen, im Brückenkopf Köln, muss ich sagen, im Brückenkopf Köln, der zog sich ja bis in Siegburg hin, gab es 50.000 britische Soldaten zur Besatzung.
Und von daher mussten also zusätzliche Marken gebaut werden und auch Wohnhäuser, aber da komme ich nachher noch später darauf zu sprechen. 1926 standen dann die Kasernen leer, nachdem die Engländer abgezogen sind, und durften aber nicht wieder mit Militär belegt werden, da im Friedensvertrag festgelegt war, dass eben links vom Rhein her eine entmilitarisierte Zone sein sollte. So wurden dann in der Kaserne Barbarastraße, da waren die Roten Bauten, eine Notunterkunft eingerichtet, aber auch Räume für Kleingewerbe. Und in der Kaserne Beutenstraße wurde zum Teil die Polizeibereitschaft untergebracht, aber in den meisten der 80 Gebäude, nämlich in 60, wurde die Altenstadt Riel untergebracht. Komme ich aber nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Wir haben also jetzt gesehen, dass Riel ein sehr militärisch orientierter Standort war. Und aus diesem Grunde hat man also auch ein entsprechendes Denkmal errichtet. Wenn Sie heute die Rheinuferstraße herfahren und sehen dann rechts neben der Zoobrücke eine Treppe, diese Treppe führt heute zum Skulpturenpark. Und das ist eigentlich noch rechts des alten Denkmals, und zwar das Reichsehrenmal der deutschen Feldartillerie. Das wurde 1936 eingeweiht. Der Sockel dazu, den wir hier auf dem Bild hier unten sehen, der war schon ein bisschen früher fertig geworden. Der Bildhauer Hans Dammann hat also dann dieses Denkmal hier vollendet. Es sollte erinnern an einen Unteroffizier, der im Ersten Weltkrieg alleine bei seinem Geschütz verblieb und nach vielen Treffern fiel. Das Ehrenmal wurde im Krieg stark beschädigt. 1945 haben dann die Engländer das Denkmal gesprengt, die Reste abgeräumt, nur die Treppe, die wir heute noch sehen, blieb also dort vorhanden. Ich sprach vorhin davon, dass eben Riel sich an dem alten Ortskern eigentlich nicht richtig entwickeln konnte, um die Flora, um die Frohngasse herum, weil immer wieder Hochwasser das zerstörte. Denn man muss sich das ja so vorstellen, heute haben wir den Rhein, dann haben wir ein Vorflutgelände, dann haben wir eine steile Mauer bis zum Niederländer Ufer hoch. Das war natürlich früher ein langsam abfallendes Gelände gewesen und jedes Hochwasser konnte also bis zu den Häusern hin hochreichen und die auch beschädigen und zerstören. Nun war folgende Situation eingetreten. Der eigentliche Ortskern lag an der Frohngasse. Es hatte sich im Hinterland gebildet, der Zoo und die Flora. Und außerdem lag Riel mit der Frohngasse noch im Rayon-Bereich von der Festungsanlage der Preußen. Und aus diesem Grunde durften ja auch keine festen Bauten errichtet werden. Also musste man sich überlegen, entweder Riel ganz zu schließen oder Riel zu verlegen. Dann hat man sich entschlossen, Riel etwa 1000 Meter nordöstlich und quasi hinter das Zoogelände zu verlegen. Und zwar aber immer noch innerhalb der Ortsgrenzen von Riel, etwa in Höhe der Stammheimer Straße oder Hittorfstraße. Und ich zeige auch mal gerade jetzt hier schon ein Bild von dieser Hittorfstraße und Stammheimer Straße. Wir haben also hier rechts die Stammheimer Straße und hier links die Hittorfstraße. Und wenn Sie heute hierher gehen, sehen Sie die Häuser noch, bis auf ein Haus, das ist ein bisschen blöd verkleidet worden, aber in der Originalfassung. Und von daher kann man sich also heute noch sehr gut hier orientieren. Der Bauunternehmer Steinbüchel plante ab 1874 dann den neuen Ortskern von Riel an der Stammheimer Straße und Hittorfstraße, also was wir hier sehen. Aber das Problem war, dieses ganze Gelände lag circa 2 Meter tiefer als heute und es musste erstmal durch Aufschüttung hochwassersicher gemacht werden, und zwar auf 9,75 Meter nach dem alten Kölner Pegel. Der Herr Steinbüchel erschloss dann dieses Gebiet, und zwar in folgender Art und Weise, indem er die Häuser, die Baugrundstücke höher legte und die Straßen höher legte. Und wenn Sie heute noch durch Riel gehen, an vielen Ecken, zum Beispiel im Botanischen Garten, sehen Sie, dass die Gärten fast alle 2 Meter tiefer liegen. Da hat man natürlich den Bereich nicht aufgeschüttet, sondern wie gesagt nur die Straßen. Unser erstes Haus, was in dem Bereich fertig wurde, war genau sein Haus gewesen, die Stammheimer Straße 101a. Wer sich in Riel auskennt, das ist das alte Gebäude direkt neben der Schule.
Dieses Haus wurde dann errichtet und das Hochwasser von 1882 hat dann im Endeffekt das ganze Riel wieder überschwemmt, wenn noch nicht alles hochgelegt war. Nur sein Haus stand alleine am Trockenen ganz weit oben. Das war sicherlich ein markantes Bild gewesen. Der Steinbüschel war dermaßen engagiert für Köln, dass damals also auch der Rat der Stadt Köln zunächst erstmal vorgesehen hatte, diese Hitterstraße, die wir hier sehen, nach ihm zu benennen. Aber dennoch hat man sich entschieden, ihn nach dem Architekten Hittorf zu benennen, der den Gare du Nord in Paris gebaut hat. Kein Mensch weiß, warum dieser Name in Riel auftaucht. Endgültig hochwassersicher wurde aber Riel erst durch den, oder im Zusammenhang mit dem Bau der Zoobrücke, durch den Bau des Vorflutgeländes. Man hat also quasi das Erdreich in Höhe etwa des Rheinufers zusammengeschoben bis zum Verlauf des Niederdamms, hat also hier einen Damm errichtet und damit konnte bei Hochwasser auch Mülheim entlastet werden, weil das Wasser nach dahin ausweichen konnte. Aber durch den Damm konnte dann auch das Wasser nicht mehr nach Riel herein. In den 20er Jahren erlebte dann Riel einen wahren Bauboom. Die Familien der englischen Besatzungssoldaten konnten mit nach Deutschland kommen. Aber dazu mussten natürlich entsprechende Bauten errichtet werden. Allein in ganz Köln wurden für diese höheren Dienstgrade der englischen Besatzung circa 300 Häuser errichtet. Und davon alleine über 100 Häuser in Riel. Wie zum Beispiel in der Tiergartenstraße. Das war also auch ein Offiziershaus gewesen in der Tiergartenstraße. Heute ist hier die DEVK ansässig. Und aber hauptsächlich wurde gebaut im Umfeld des Botanischen Gartens. Dort, wie gesagt, etwa 100 Häuser, die dort errichtet wurden. Aber auch die Braunkohle AG hat in dem Bereich für ihre leitenden Mitarbeiter Häuser gebaut. Aber natürlich auch einige wohlhabende Kölner, ihre Villen, wie zum Beispiel Brüggelmann. Aber es wurde in Riel in dieser Zeit auch für die breite Bevölkerung gebaut. Das muss man einfach wissen. In der Weimarer Verfassung war verankert, dass jeder Bürger ein Recht auf eine gesunde Wohnung hatte. Von daher entstanden gerade in dieser Zeit, Ende der 20er Jahre, sehr viele Siedlungen in ganz Köln, ob Bickendorf, ob in Mauenheim, aber auch hier in Riel, zum Beispiel die Naumann-Siedlung, zwischen 1926 und 1930 mit 630 Wohnungen. Hier war auch dieser bekannte Architekt Manfred Faber mit federführend tätig, der dann leider im KZ umgekommen ist. Die Innenhöfe, und zwar war das wichtig für Herrn Faber gewesen, die Innenhöfe waren angelegt worden, um eine aufgelockerte Bebauung zu erreichen, sodass zwischen den einzelnen Riegeln dieses Geländes eben auch Innenhöfe waren, als mit Rasenflächen, meinetwegen zur Wäschebleiche, aber auch für die Spielplätze für die Kinder. Und für die Versorgung der Bewohner, das waren immerhin 631 Wohnungen gewesen, standen 13 Geschäfte zur Verfügung und natürlich, das gehört auch dazu, eine Gaststätte. Wir haben hier zum Beispiel ein Bild von dieser Anlage, die vor wenigen Jahren erst denkmalgerecht wiederhergestellt worden ist. Man sieht hier vorne diesen kleinen Platz mit dem Blick hier in die Goldfußstraße herein. Und hier hinter würde man dann diese Innenhöfe sehen, die man hier von der Straße aus natürlich nicht sehen kann. Sie sollten ja auch etwas ruhiger liegen dann. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg wurden viele Wohnsiedlungen errichtet, wie zum Beispiel im Tiergartenviertel 900 Wohnungen. Tiergartenviertel ist diese Ecke zwischen der Rieler Straße und dem Rheinufer, der Tiergartenstraße und an der Schanz. 900 Wohnungen wurden hier errichtet, auf dem ehemaligen Gelände des Nordbahnhofs. Und 1973 wurde dann das damals höchste Wohnhochhaus von Europa mit ca. 350 Wohnungen, 46 geschossen und einer Höhe von 146 Metern geschaffen, nämlich eben das Colonia-Hochhaus. Auch wenn da heute oben auf dem Dach steht AXA, heißt das immer noch Colonia-Haus, denn Colonia-Haus steht auch im Endeffekt über dem Eingang.
In Riel leben momentan ca. 11.400 Bewohner. 1961 waren es aber noch 17.000 Bewohner. Diese negative Entwicklung ist entstanden durch Gebietsverluste an Niel und Nippes, aber eben auch durch eine geringere Wohndichte innerhalb der Wohnungen. Früher rechnete man pro Person 10 Quadratmeter. Die übliche Wohnung war Eltern mit 4 Kindern 60 Quadratmeter. Heute rechnet man fast 40 Quadratmeter je Person. Und von daher ist natürlich nachvollziehbar, dass die Anzahl der Bewohner sich verringert hat in diesem Bereich. Natürlich gab es auch in Riel Schulen, wenn auch keine weiterführenden Schulen, aber es gab einfach auch Schulen. Als Riel oder Köln zu den Preußen kam, wurde auch 1825 die allgemeine Schulpflicht in diesem Bereich eingeführt. Die größeren Kinder gingen dann nach Niel und Nippes zum Unterricht. Und für die kleineren Kinder stand ein Nebenraum der späteren Gaststätte Monheimer Hof, die vielleicht auch vielen alten Kölnern bekannt ist, zur Verfügung. Hier wurden die unterrichtet. Nach langen, aufwendigen Verhandlungen wurde dann 1889 die Schule an der Stammheimer Straße, die wir hier auf dem Bild sehen, errichtet, die dann später als evangelische Volksschule genutzt wurde. Heute befindet sich hier ein Teil der Montessori-Schule Gilbachstraße. 1903 wurde dann in der Gartestraße zusätzlich eine kleine Schule errichtet als katholische Volksschule mit 6 Klassen. Das reichte natürlich überhaupt nicht aus durch die Zunahme der Bevölkerung. Und so wurde dann 1928 eine neue Schule hier errichtet, die wir hier auf dem Bild sehen. Das war damals die modernste Schule von Köln gewesen, vor ca. 1100 Kinder. Nur leider hatten die Kinder von dieser Schule nicht viel gehabt, denn bereits in Zeit des Nationalsozialismus wurden Teile der Schule genutzt als Postzensurstelle und die Kinder mussten dann wieder ausweichen in die Schulbaracken an der Esenbeckstraße. Heute befindet sich in diesem Schulkomplex die katholische Grundschule und die Gemeinschaftsgrundschule. 1959 wurde dann eben eine neue Schule als evangelische Volksschule errichtet an der Bremstraße. Dieser Bau wurde Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre fertig, aber er hat dann nicht lange in dieser Schulform gedient. Bereits 1968 wurden die Volksschulen aufgelöst und dieses Haus wurde in eine Hauptschule umgewandelt. Und nunmehr befindet sich hier eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache. Aber dieses Gebäude steht unter Denkmalschutz als Beispiel für die Bauweise der 50er Jahre. Ich sagte vorhin schon andeutungsweise, Riel hatte keine weiterführenden Schulen. Aber es gab in Riel eben eine Lehrbaustelle des Rheinlandes, wo angehende Bauhandwerker ihr theoretisches Wissen für ihren Beruf sich aneignen konnten. Dieses Gelände war aber dann nachher zu klein, sodass also 1978 diese Schule nach Kerpen verlegt wurde. Heute befindet sich in diesem Bereich eine Kindertagesstätte. Rieler Kirchen, auch das ist ein wichtiges Kapitel. Anfänglich hatte Riel keine eigene katholische Kirche gehabt und die Gläubigen mussten nach Nippes zur Messe gehen und der Pechfabrikant Hilgers, von dem ich vorhin sprach, an der Rieler Straße, schenkte dann der Kirchengemeinde 1896 ein Grundstück an der Ecke Stammheimer Straße, Rieler Gürtel, zum Bau eines Gotteshauses, das wir hier auf dem Bild sehen und 1897 bereits eingeweiht wurde. Diese kleine Kirche wurde für die katholische Gemeinde bald zu klein, sodass eben ein Neubau geschaffen werden musste. Diese alte Kirche wurde dann als Schreinerei Herrn Hansen überlassen, aber im Krieg wurde diese Kirche zerstört. Und eine Statue am Rieler Plätzchen an dem Haus Rieler Gürtel 4a erinnert noch an diese Kirche. Ein neuer Platz für eine Kirche wurde rasch gefunden, und zwar an der Ecke Rieler Gürtel, Ecke Gartestraße. 1932 wurde dann diese Kirche
durch den Architekten Dominikus Böhm errichtet und wegen seiner eigenwilligen Bauform, die wir hier auf dem Bild sehen, bezeichnet Nerida diese Kirche als Zitronenpresse. Im Krieg wurde diese Kirche zum Teil zerstört, aber war noch funktionsfähig. Und 1946 konnte Silvester Kardinal Frings seine bekannte Predigt hier halten, indem er den Menschen erlaubte, Sachen an sich zu nehmen, die sie durch Arbeit oder Bitten nicht erlangen könnten, aber hierdurch überleben konnten. Und hier leiteten dann die Kölner den Begriff Fringsen ab. Auch die evangelische Gemeinde errichtete bereits 1911, 1912 an der Stammheimer Straße die Kreuzkapelle her. Und auch hier hatten wir wieder das gleiche Problem, dass im Laufe der vielen Jahre diese Kirche nicht mehr ausreichte und es musste ein Neubau geschaffen werden, nämlich die Stephanuskirche an der Bremstraße, die 1959 bis 1963 erbaut wurde. Die Architekten waren hier die Eheleute Winter-Bracher und das Fenster, das sollte man sich unbedingt bei Sonnenlicht ansehen, gestaltete Lothar Quinte. Diese Kreuzkapelle, ehemalige evangelische Kirche, wird nunmehr durch die liberale jüdische Gemeinde genutzt. Neben den beiden christlichen Konfessionen, die ich gerade erwähnt habe, gibt es noch eine Kirche an der Boltensteinstraße, nämlich die Kirche am Zoo für die evangelisch-freikirchliche Gemeinde, die ihren angestammten Platz in der Innenstadt aufgeben mussten wegen des Baus der Nord-Süd-Fahrt. Für die Christen in den städtischen Altenheimen, Seniorenheim, Riederheimstätten, je nachdem, welchen Begriff man gerne nehmen möchte, werden seit 1959 ökumenisch die St. Anna-Kirche benutzt, da die alten Kirchensäle im Krieg zerstört waren. Gehen wir aber jetzt auf das soziale Riel ein, aber auch einen Blick auf die Sportanlagen am Rande. Ich hatte ja vorhin erzählt, dass bereits 1610 ein Siechen- und Lebrosenhaus für die Kölner in Riel existierte. Aber das Jahr 1927 war von besonderer Bedeutung, weil ja hier die Rieler Heimstätten als Altenstadt für ca. 2000 alte Menschen geschaffen werden sollte. Hierdurch konnte man einerseits größeren Wohnraum in der Stadt freimachen für Familien. Andererseits konnten auch die Krankenhäuser entlastet werden durch die Pflegefälle. Und zum Dritten konnte das Invalidenheim in der Quentelstraße aufgelöst werden, was mittlerweile fast baufällig war. Diese Einrichtung wurde dann im Krieg wegen der Mülheimer Brücke relativ stark beschädigt. Die Flugzeuge konnten damals noch nicht so genau treffen und von daher wurde mehr die Umgebung auch mit betroffen gemacht. Auch waren die alten Kasernenbauten nicht unbedingt für eine zeitgerechte Altenpflege nutzbar. So wurden im Laufe der Jahre viele Bauten abgebrochen und durch Neubauten ersetzt. Dennoch sind an manchen Stellen die alten Kasernenbauten noch erkennbar. Das Kinderkrankenhaus in der Amsterdamer Straße wurde 1962 in Betrieb genommen. Für die Behandlung der Kinder in der damals größten Kinderklinik Deutschlands standen damals 290 Mitarbeiter zur Verfügung. Davon waren alleine 23 Ärzte. Offiziell eröffnet wurde es dann 1963. Heute ist die Klinik ein Lehrkrankenhaus der Universität Köln und verfügt nur noch über 249 Bettenplätze. Und wer damals die Situation am Anfang erlebt hat, wie eng die Bettchen beieinander standen, es war schon richtig schlimm gewesen. Heute ist ein bisschen mehr Platz in dem Bereich da vorhanden. Aber was wichtig ist, dass weitere Behandlungsplätze geschaffen wurden für teilstationäre Behandlungen. Ein weiterer Bereich im sozialen Riel war das Emanuel-Küpper-Stift, das 1971 hier in Riel gebaut wurde, auf dem ehemaligen Gelände der Firma Ostermann und Flüß. Ursprünglich war das Emanuel-Küpper-Stift als Kinderheim in Lindenthal ansässig, musste aber dort wegen der Universität weichen. Zum sozialen Riel gehören natürlich auch die Jugendherberge am Niederländerufer, die bis 1983 dort bestand, und zwar wo heute das Steinhaus auf dem Skulpturenpark ist.
eine ehemalige Flak-Anlage, Flak-Bunker gewesen. Aber diese Anlage waren 83 nicht mehr zeitgemäß. Und man hat eine neue Jugendgästehaus errichtet an der Schanz. Nur noch ein ganz kurzer Hinweis auf die Sportanlagen. Es gab einige Sportvereine in Riel oder gibt es auch heute noch. Den Tennisclub Schwarz-Weiß, den Fußballverein Viktoria, früher waren das die Sportfreunde 93, die JK Löwe. Und all diese Sportanlagen sind durch die kommunale Gebietsreform aus Riel verschwunden und gehören heute alle zu Niel. Besonders wichtig ist aber noch und erwähnenswert das Schwimmbad. Ursprünglich war das Schwimmbad ein Licht-, Luft-, Sonnen- und Strandbad, unmittelbar am Rheinufer an der Mühlheimer Brücke. Und wir sehen hier also ein Bild direkt am Rheinufer. Aber als dann die Hängebrücke gebaut wurde und das Vorflutgelände geschaffen wurde, musste das Schwimmbad weichen. Und man hat dem Herrn Hufendick angeboten, eine neue Fläche, und zwar an der Ecke Boltensternstraße an der Schanz. Und er hat dort ursprünglich angefangen mit einem Schwimmbecken. Und dann hat die Stadt Köln in den 60er Jahren das Gelände übernommen, ein zweites Becken gebaut, aber auch neue Sanitäranlagen. Und in den 70er Jahren gingen die Besucherzahlen deutlich zurück, sodass der Betrieb nicht mehr wirtschaftlich war. So wurde dieses sehr schöne Schwimmbad 1985 geschlossen. Und heute befindet sich auf diesem Gelände das Artistikzentrum Zack. Und in dem ehemaligen Umkleidebereich ist der Biergarten-Schwimmbad direkt quasi am Niederländerufer. Aber Riel hat natürlich auch eine sehr gute Verkehrsanbindung. Zwar ist das Zentrum von Riel nur durch den Bus 140 von der Innenstadt aus erreichbar, aber viele Straßenbahnlinien wie die 13, die 16 und die 18 fahren an Riel vorbei. Aber auch Ausfallstraßen geben eine Anbindung an die Innenstadt. Die beiden Brücken, wie zum Beispiel die Mühlheimer Brücke, die wir hier auf dem Bild sehen, oder auch die Zoobrücke, schaffen eine Verbindung in das Rechtsrheinische. 1929 hat die erste Hängebrücke die anfällige Schiffbrücke abgelöst. Die 1929 eingeweihte Brücke wurde leider 1944 durch Bomben zerstört, konnte aber bereits 1951 wieder in Betrieb genommen werden. Aber die Planung von 1951 reichte natürlich überhaupt nicht aus, um den Bedarf, der heute entsteht, aufzufangen. Von daher sind also aufwendige Sanierungsarbeiten notwendig geworden. Und da die Brücke unter Denkmalschutz steht, muss auch gleichzeitig dieser Aspekt des Denkmalschutzes mit berücksichtigt werden. Ein nettes Bild ist auch ohne Frage hier die Rheinseilbahn. Die Rheinseilbahn wurde 1957 im Zusammenhang mit der Bundesgartenschau errichtet. Sie sollte ursprünglich nur für die Zeit der Gartenschau gelten, dann wurde verlängert. 1963 wurde sie dann abgebaut durch den Bau der Zoobrücke. Aber 1964 hat dann der Rat der Stadt Köln entschieden, dass die Seilbahn wieder in Betrieb genommen werden sollte. Sie musste aber durch einen zusätzlichen Pylon verlängert werden in die heutige Form, die wir also heute kennen. Noch einen kurzen Blick auf Handel und Gewerbe. Riel hat bisher den Wechsel, Strukturwandel gut geschafft. Aber ob auch Corona schaffen wird, das wissen wir natürlich nicht. Aber es hat ursprünglich in der Steinheimer Straße über 30 Einzelhandelsgeschäfte gegeben, von denen 15 Lebensmittelgeschäfte waren. Heute haben wir nur noch ein Lebensmittelgeschäft hier als Großversorger. Hier sind also, wie gesagt, Strukturveränderungen entstanden, aber trotzdem sind die Geschäfte erhalten geblieben und teilweise auch anderweitig genutzt worden durch Dienstleister. Weiterhin ist also eine Bank, eine Sparkasse noch vorhanden. Und wenn wir hier dieses Bild uns gerade nochmal ansehen, dann sieht man, Rieler konnten früher rechnen. Das war ein sogenanntes Dreifensterhaus. Das heißt, das war unter 6 Meter und war damit auch von der Steuer befreit. Aber auch überregional hatte Riel etwas zu bieten, und zwar den Blumengroßmarkt, den wir hier sehen.
Dieser Neubau ist 1961 entstanden. Die Lage war sehr verkehrsgünstig für die Kölner und auch für die anliefernden Firmen, meinetwegen aus Holland, sodass also dieser Blumengroßmarkt bis heute eigentlich gut blüht. 1969, 82 und 92 wurden weitere Baumaßnahmen in dem Bereich durchgeführt. Wir hatten vorhin die Kaserne Barbarastraße gesehen. Da hatte ich schon einen Hinweis gegeben, dass dieser Teil, der dem Privatinvestor Fischer gehört, eben heute zu einem Gewerbegebiet sich entwickelt hat, mit einem Discounter, mit Zooladen, Getränkehandel, aber auch Kleingewerbebetriebe sind hier mit untergebracht. Der eine oder andere kennt vielleicht auch Törtchen, die also hier ihre Backstube haben. In dem Bereich der Kaserne, der dem Bund gehörte oder damals dem Reich gehörte, der wurde 1967 abgerissen und hier wurde das Bundesverwaltungsamt heute errichtet. Der größte Arbeitgeber ohne Frage ist heute die DEVK. Die DEVK als Eisenbahnversicherungsgesellschaft, direkt unmittelbar neben der Seilbahn, hat heute 1.400 Arbeitsplätze. Und die Weltkugel von H.A. Schult hat oben auf dem Haus seinen Platz gefunden und ist insbesondere nachts bei Beleuchtung wirklich ein Hingucker. Also schade, dass damals der Platz auf der Severinbrücke da verloren gegangen ist. Aber das ist Geschmackssache. So, jetzt wirklich nur noch ganz zum Schluss ein bisschen dies und das. Ich sagte vorhin, ursprünglich war Riel sehr stark hochwassergefährdet. Und die Kasernenanlage wurden 2 Meter im Grundriss erhöht, aber auch die Baugrundstücke in Riel wurden angehoben, die Straßen. Nur keiner kümmerte sich um die westliche Fahrbahn der Boltensternstraße und um die Rieler Straße, also da, wo Monheimer Hof war. Und nun passierte Folgendes bei dem Hochwasser von 1919, 1920. Wurde diese Rieler Straße überflutet. Wir sehen also hier diesen Blick nach links, die Kaserne, etwas erhöht. Und hier wäre der Blick zum Rhein hin, geradeaus. Und hier wurde dann also der Fährverkehr durch die englischen Soldaten errichtet. Es wurden auch teilweise Stege gebaut, also etwas abenteuerlich, denn sein Motorrad auf diesem Steg, ich hätte da, glaube ich, keine Traute gehabt. Wie gesagt, die Anlage wurde dann entsprechend eingerichtet als Deich, sodass das später nicht mehr entstehen konnte. Auch noch zum Hinweis, Schiffprozession, sicherlich ist das die Mülheimer Gottestracht, aber der Rhein hat 2 Uferseiten. Man konnte auch sehr schön diese Schiffprozession vom Rieler Ufer aus beobachten, die damals also noch mit sehr vielen Schiffen und Beibooten betrieben wurde. Diese Mülheimer Gottesbracht existiert seit dem 14. Jahrhundert. Die Schiffe fuhren rein hoch bis zur Stadtgrenze von Köln, ließen sich dann wieder runtertreiben bis nach Mülheim und hier wurde auch gleichzeitig Land und Fluss geweiht. Nur durch Krieg zum Beispiel, durch Hochwasser, aber auch im letzten Jahr durch Corona konnte diese Veranstaltung nicht durchgeführt werden. 1971 wurde dann die Bundesgartenschau auch in Riel mit eröffnet. Das Hauptgelände war ja in Deutz, aber eben auch auf der linken Seite wurden einige Bereiche angeboten, wie zum Beispiel hier die Festhalle, die Blumenbahn. Und man hat auch gleichzeitig Gartenanlagen angelegt. Was davon auch geblieben ist in Riel, ist im Endeffekt nur die Gartenanlage an der Boltensternstraße. Gleichzeitig wurde in diesem Bereich angeboten der Tivoli. Tivoli sollte damals die größte Vergnügungsanlage Deutschlands werden. Leider lag diese Anlage sehr weit vom Schuss weg, nämlich eben an der Mülheimer Brücke. Und außerdem war sie sehr, sehr teuer gewesen. Von daher fand sie also keinen richtigen Anklang. Bereits 1975 wurde dann die Anlage wieder geschlossen, obwohl zum Beispiel im Flohmarkt 1972 über 20.000 Besucher gezählt wurden, wurde dann die Anlage geschlossen. So, das heißt im Endeffekt, wir haben einen Rundgang durch Riel geschichtlich, aber auch örtlich gemacht.
Und ich hoffe, dass es Ihnen nicht zu langweilig geworden ist. Wir haben also, wie gesagt, viel von den Bürgern erlebt, vom Zoo, Flora, Seilbahn. Und wenn das alles ein bisschen flott war, dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ich habe also ein neues Buch herausgegeben, Köln-Riel, alte Ansichtskarten erzählen. Und da kann man also einfach dann auf vielen Seiten nochmal nachlesen und sich anschauen anhand der Postkarten, was da alles zu sehen ist in Riel. Das wäre also jetzt mein Beitrag gewesen und ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen gefallen. Ja, Herr Brugmeier, vielen Dank. Ein nicht uninteressanter Rundgang durch den Stadtteil mit allem, was so dazugehört, von der Gründung, von der Anbindung an die Stadt Köln, von den ganzen Bereichen bis zum Ausblick in die heutige Zeit. Für den einen oder anderen, der sich auskennt, sicher sehr spannend und sehr interessant. Sollte jetzt noch Fragen da sein, dann bitte einfach Mikrofon einschalten und loslegen. Ich habe eine Frage zu dem Bild mit der Schiffsprozession. Ja. Da waren so zwei riesige Stangen zu sehen, Türme oder was das war. Was ist das gewesen? Sehr interessant, diese Frage. Und zwar waren ja in den Rieler Heim oder in, heute in Rieler Heimstätten damals Kaserne Boltensteinstraße insgesamt 6 verschiedene Einheiten gewesen. Und gleichzeitig war da angegliedert auch eine Kaserne für die Funker, damit also die Verbindung zu den übrigen Kasernenanlagen in Köln, wie Festungen und so weiter, hergestellt werden konnte. Und das waren die Sendemaste gewesen von dieser Funkerabteilung. Ah ja, danke. Wann sind die letzten Soldaten da ausgezogen? Die letzten preußischen Soldaten sind ausgezogen mit Kriegsende 1918. Und dann sind die englischen Soldaten dahin gekommen von 1919 bis 1926. Aber in der Kaserne Barbarastraße hat dann eben sich ja Hitler hinweggesetzt über den Friedensvertrag und hat die Remilitarisierung der Rheinlande wieder gefördert. Und dort sind dann 1936 wieder Soldaten eingezogen und so auch wiederum Pioniere, die also doch bis 1945 gelebt haben. Nach dem Krieg war nichts mehr dort. Und nach dem Krieg war gar nichts mehr in keinem der Bereiche. Auch die belgischen Besatzungssoldaten waren in dem Bereich nicht stationiert. Da war also nichts mehr an Militär. Ja, danke. Ja, Gabi? Ja, ich habe noch eine Frage zu dem Villenviertel links von der Stammheimer Straße und vom Rieler Gürtel. Das ist doch auch, weiß jetzt nicht, ob ich nicht richtig aufgepasst habe, aber das ist doch auch geplant angelegt gewesen, oder? Ja, sag mal so, das ist interessant insofern gewesen. Dieses Gelände war vor dem Ersten Weltkrieg bereits als Baugelände ausgewiesen. Es ist aber nur zu 3, 4 Häusern oder 5 Häusern gekommen, die dort gebaut wurden. Und dann kam der Baustopp durch den Krieg. Und nach dem Krieg lagen ja jetzt die Pläne vor. Und man musste ja diese Häuser für die englischen Besatzungskräfte bauen. Und hat also dann die alten Grundstücke, die man also hierfür schon vorgesehen hatte, direkt dafür den Bau dieser Wohngebäude genutzt. Entweder als Einfamilienhäuser, als Zweifamilien, Doppelhäuser oder auch Reihenhäuser. Und der interessante Aspekt dabei war, die Stadt Köln selbst und auch der Fiskus hatte nicht genug Architekten gehabt, sodass man also auf freie Architekten zurückgegriffen hat. Und dadurch ist diese hervorragende Vielfalt in diesem Bereich der Villen entstanden, also quasi um den Botanischen Garten herum. Mhm. Am Botanischen Garten, Zandnerstraße und auch Rieler Gürtel. Und hier findet man also sehr viele verschiedene Baustile, die im Endeffekt da reinkommen. Und das macht auch diese Gegend so interessant und hat bis heute eben dazu geführt, dass es ein sehr gehobenes Wohnniveau in dem Bereich geblieben ist. Und das ist erst nach dem Zweiten Weltkrieg gebaut. Ich habe immer gedacht, das sei aus dem 20. Nach dem Ersten. Nach dem Ersten. Sieht man ja den Häusern an. In den 1920er Jahren, als die englischen Besatzungssoldaten stationiert waren und die höheren Dienstgrade das Recht hatten, ihre Familie mitzubringen.
Okay. Das war sehr aufwendig gewesen. Die brauchte nur ihre Leibwäsche mitzubringen von England. Hm. Die Deutschen mussten Möbel stellen, teilweise auch Antiquitäten stellen, bis hin zur Tischwäsche. Alles musste gestellt werden. Nur die Leibwäsche brachten sie von England mit. Alles klar. Dankeschön. Ja, bitte. Sind da eigentlich auch noch welche, noch Familien ansässig geblieben? Von den Engländern zum Beispiel, wie das hier bei den Belgiern bei uns rechtsrheinisch ja so ist? Nee, also von den englischen Soldaten ist also nicht bekannt, dass da einer eingewiesen ist. Ich habe also auch gerade die alten Adressbücher von 1925 und 31 mir unter dem Aspekt angesehen. Und dort sind also nie mehr englische Namen aufgetaucht, sondern dann auch meist immer nur aufgetaucht als Mieter oder Eigentümer, Personen, meist als Beamte, im öffentlichen Dienst, Beschäftigte und so weiter. Mhm. Meine, das war teilweise sehr aufwendig gebaut, waren ja auch bei Mehrfamilienhäusern an der Rieler Gürtel mit dabei. Und da mussten also zum Beispiel Aufzüge für die Kohlen eingebaut werden, damit man nicht in den Keller die Kohlen hochbringen muss auf den dritten, vierten Stock. Ja, die haben den Luxus erhalten. Dann. Ja. Ja, ich habe noch eine Frage zu einem Gebiet, das außerhalb von Riel hinter dem Skulpturenpark da liegt. Ja. Da ist so um 1900 ein Park zu sehen. Da geht heute quer die Oppenhofstraße durch. War da eine Villa von dem Herrn Oppenhof oder was war da? Also diese Straße, quasi die Bebauung auf der rechten Seite, von dem Elsa-Brandström-Straße, also nicht zum Jugendherberge hin, sondern die andere Seite. Da waren also Villen gewesen von einmal einem Direktor von den Feld- und Williams-Werken, aber auf der anderen Seite, eben zum Rhein hin, diese Ecke, da war auch Oppenheim untergebracht, beziehungsweise hatten dort gebaut. Und da gibt es auch sehr interessante Bilder von, im Endeffekt, die man sich da also angucken kann. Aber dann wurde dann in den 30er Jahren diese Villa abgebrochen von Oppenheim. Und dann wurde da dieser große Konzern, Verwaltungskonzern hingesetzt. Mhm. Und dahinter lag dann eigentlich noch sehr bekannt damals die Münze. Das war eine Gaststätte und der Kaisergarten, auch mit einem großen Park. Den hat aber damals dann aufgekauft, die Eisenbahnlinie, die also dann auf den zum Hauptbahnhof hinführte, von Ehrenfeld aus. Und da sollte eigentlich ein zweiter Rheinübergang gemacht werden, auch für die Eisenbahn, wie zum Beispiel im Süden, die Südbrücke, sollte hier ein zweiter Eisenbahnübergang an der Stelle gemacht werden. Und dann wurde also dieser Kaisergarten und auch die Gaststätte Münze abgebrochen. Aber das ist eine Zeit, die dann schon vor 1900 gewesen ist. Ja, dann hoffe ich, dass ich nicht zu viel erschlagen habe mit Informationen. Und wie gesagt, wer noch ein bisschen gucken will, kann hier dann auch vielleicht noch mal einen Blick reinwerfen in dieses Buch Köln-Riel. Alte Ansichtskarten erzählen, da kann man ein bisschen nochmal nachhaken in diese Geschichte herein. Also es lohnt sich sicher, in alten Ansichtskartensammlungen mal zu gucken. Das war ein sehr schöner Eindruck, den man als Familienforscher, auch einem Hobbyforscher, der sich mit einem Stadtteil beschäftigt, auch mal auf die Finger gucken kann, was haben die denn so zu bieten und was können wir für unsere Familiengeschichten da an Hintergrundwissen und an Bildmaterial gewinnen.